da sind wir auch wieder zurück. Und zwar der Schnubbi und. Ja, ich bin's, hilft Ihnen garantiert. Ich bin's, der Bossi, und jetzt haben wir unsere Mittagspause beendet und können weitermachen. Genau, jetzt geht's weiter mit dem Schnetzeln. Ihr hier seht immer noch exakt an dem gleichen Punkt, wie wir vorhin aufgehört haben. Ja, wenn ich in dem Chat gelegen habe, schreibe ich alles. Also machen wir mal Genau, weiter. also machen wir. Wir haben in der Pause auch ein bisschen geguckt, ob man vielleicht dieses mit dem der Soundqualität ein bisschen besser hinbekommt, wie man den behält. Leider. Das nur mit zusätzlicher Hardware, die circa 160. Genau, und da ich nicht zufällig mal eben 60 Euro Wir rumliegen können aber habe. nicht ausschalten, wenn unsere gesamte Flotte zerstört. Einer von uns beiden mal eben 80 Euro rum hat. Ja, doch. Und mal im Lotto. Immer. Aber traurig, dass das nicht funktioniert. Ja, vielleicht kommt da irgendwann nochmal ein Update von Microsoft dazu. Zurückfallen und am Heptum sammeln! Mal gegen seinen Schatten. Jeder wurde gerade eingeblendet. Ja, schöner Mathe, schön. Den Konter gesehen. Sehr schön. Okay, Männer kann gleichzeitig seinen Bonus auswählen und noch Finisher machen. Muss das sein? Und nicht glauben kann ich auch. Zwei Tage. Heute durch. Kommt. Bitte. Die Reste der 14. und dann kümmern wir uns um den Kettenturm. Unten am Stück in den 8 Stunden. Wir jetzt schon 2 Stunden Pause gemacht haben. Ja, nicht fest. Oh. Ja, könnte ich. Wir haben eine Option. Auszuführen, solltet ihr immer euch nach den Farben richten, die angezeigt werden. Außer ihr seid Farben drin. Geht dann drückt einfach irgendwas. Das ist jetzt schon leicht zum Hinrichten. Ja, wird muss auch mal. Ich bin die ganze Zeit voll doof. Ich nehme die ganze Zeit. Bonus-Schaden statt mal EP, XP oder sowas zu nehmen. Oh. Wenn wir nur das Kämpfe schnell. Ich kümmere mich um sie. Noch weg, solange du noch kannst. Ab.
warum das heute noch das lang erwartete Let's Play-Spiel kommt, um das zu warten. Außer dein Fußball kommt so spät. Also sie kommen schon manchmal nachmittags sogar, aber ich glaube auch nicht, dass Hoffnung aufgegeben. Obwohl das natürlich sehr geil wäre, weil es auf dem Pro-Modus ist. Erster Fazit zu dir. Eigentlich das gleiche wie du. Grafik sehr schön. Bossgegner habe ich aber jetzt noch nicht erlebt, dementsprechend kann ich schlecht sagen, wie gut die Bosse sind. Weil hier allein die Spiegelung im Touchbereich. Verdrücke, die auch hinterlassen werden im Endeffekt. Geil gemacht. Hier mal in die Sonne. Sieht natürlich geil aus. Irisch ist natürlich, ja. Schlachten. Männer, hört mir zu. Unsere Flotte ist zerstört. Das Richtung geht jetzt nicht. Unsere Männer sterben im Wasser. Das machen wir als zwei Tasten rüber. Tod! Hat da niemand mit gerechnet? Die ich auf den gleichen Bonus habe ich gerade. Scheiße, ich habe gerade Gesundheitsbonus. Ja. Am Bonus. Ja. Das ist auch nicht schlecht. Ja, aber ich habe ja volle Gesundheit gehabt gerade. Ah, lauf weg, solange du noch kannst! Mir nach, Männer! Zum Turm! Hört auf ihn! Ohne Marius wären wir jetzt alle tot! Alle tot, ihr Spanner! Vorwärts, Männer! Wir sind fast beim Tod! Oh. Der Boy! Formiert euch! Geben wir tatsächlich den Speicherpunkt erreicht. Wilde bereit! Formation! Wilde bereit! Wilde runter! Da mich zu treffen, wenn ihr der Pfiff. Wappnet euch! Vorausgucken, dass sie schießen. Ja, was soll, sonst machen mit den Pfeilen damit? Ja, das ist die Frage. Hat ja auch mal so ein bisschen Abwechslung. Ja. Da war eine kleine Truppe. Ja. Jetzt zerstören wir die Truppe. Informationen mal ein bisschen vorrücken, statt nur einzeln irgendwie reinzuschnetzeln. Das werden wir in Zukunft, denke ich mal, auch ein paar Mal sehen. Denkst du mal? Du weißt es doch. Ich denke es und weiß es. Genau. Du denkst es und weißt. Ihr da. Danke. Hebt das Gegengewicht an. Ich gehe nach oben und löse die Kettensperre. Schön, dass ihr sich einmischt! Deine Götter werden dürfen!
gerade hier im Finisher. Nerv mich nicht. Ja, ne? Ja. Mit dem Gegengewicht! Ah, das ist wieder einer. In alle hin. Noch ich noch so ein paar Mädchen kommen. Ach, das ist die, glaube ich. Ach Quatsch, warum das denn? Noch hält die Linie stand, aber da kommen wir! Aber eigentlich schon ganz eben. Ist das Level Metall für uns? Ja, da ist es. Aber erst dann. Das gibt doch Punkte, wenn es die richtige ist. Also mehr Punkte als. Ja, als Farmblinder wäre das bestimmt scheiße. Könnte ein Problem darstellen. Irgendwas gefüllt. Kaum zu zielen, aber. Ja, man sieht. Hätte man so ein paar Blindos einbauen müssen. Oh. Oder die Tasten. Ja. Das ist natürlich schon praktisch gewesen für dich. Ja, aber es ging auch so. Ein dauerhaft Lebensbonus drin hatte. Eigentlich nicht. Ja! 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 Alles. Ja. Das ist hier nicht mehr reich. Ja, wenn ich irgendwie so freuen soll, oder? Ja, man muss natürlich auch irgendwo die Grenze setzen, sag ich mal. Das ist ein. Grenzen sind das für. Da ist immer schlecht. Oh, ja. Roll ich mich direkt in seinen Nack rein. Jetzt? Jetzt gehst du einfach weiter. Gegengewicht in Position! Los! Nee. Kannst du ihn? Glaube nicht. Weil die kommen gerade den ganzen Turm ein, aber ich stehe doch noch. Ah. Ja, aber ich bin doch noch drin. Mich ja. Ah, ich bin Superman. Ja. Ah. Die Ausfahrt ist schaffbar. Wieso ein Superman? Ja, wollen wir uns euch das sagen. Achtung, Männer! Angel, rauf hilft nur. Ein mutiger Mann! Lebt den Tod! Einmal! Feiglinge! Immer wieder! Jetzt! Dieser Barbaren vergossen! Wir wissen jetzt, dass sie bluten wie wir! Und?
zwei Schiffe von uns versenkt wurden. Götter. Ungebliebt. Da steht die Glocke. Oh, bei dem Heilhagel. Und weil niemand geht es dann wahrscheinlich. Ja. Sehr hilfreich, denke ich. Ausweichen oder ist das automatisch gemacht? Er hat keinen Arm mehr, also ein Arm weniger. Oh. Ein Arzt! Ich will ein Arzt sein. Ja, und auf dem Schiff vielleicht. Das ist nicht mehr lange. Hey, mach mal nach. Aber wie so ein Tier, ne? Reflexe wie ein Tier. Ja. Ach, ist auch gegen Barbaren. Ne? Ich bin immer viel zu früh, deswegen hab ich das. Oh, fuck, schon wieder. Jawohl, was machen sonst deine anderen Projekte, während du gerade alles durcheinander metzelst? Ja, läuft ja, man sieht ja auch mal irgendwie täglich was Neues, was an meinem Blut hat. Regelmäßig auf Spielzahl bei Twitch. Aktiv. Ab und an bin ich auch mal dabei. Okay. Ja, wenn du keine Freunde hättest, würdest du hier allein sitzen. Stimmt, das bist du alleine. Der Spiel kommt besser, wenn ich. Quatschmi bringt regelmäßig neue Sachen. Jetzt plays bei dir. Wir brauchen aber auf jeden Fall noch ein Projekt, was wir am PC noch haben. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall was mit lokaler Politik. Ja. Wäre zum Beispiel Erweiterung von der Arbeit. Glaube ich, vielleicht ein Spiel, was einige lieber von euch auch interessieren würde, wie sich das dann einiges getan mit den neuen Add-ons. Okay, mach das. Das ist auch nicht lokal, dann müssen wir zu Hause, dann müssen wir im Teamspeak sein oder sowas. Alle Musik. Als über Zocken die Männer da sitzen können. Hab ich Lego. Mann, du Punkt. Ja, geil. Lego Super Heroes, glaube ich. Genau. Ja, aber das können wir auf jeden Fall auch nochmal machen. Wir hätten auf jeden Fall noch ein Angebot für euch demnächst, wenn wir das hier mal durchgespielt haben. Lego Super Heroes. Und dann auch mal ein Dead Rising 3, wenn es mal liegt. Vielleicht kommt sie heute noch, vielleicht machen wir dann heute auch direkt die erste Folge schon mit. Das würden wir natürlich gerne, weil eigentlich ein Grund war für uns beide auch die Xbox zu holen. Was einfach ein geiles Spiel ist. Also was man bis jetzt holt. Ah, da seid ihr down, ihr Dead. Als Zombie-Fan. Hast du das gerade gesehen? 20.000 Spieler hast auf einen einzigen Typen. Legionäre, vorwärts! Allerdings ist es bei den Rennspielen meistens so, dass dann keine Computergegner mehr da sind, sondern wirklich nur noch du gegen mich. Ja, das wäre ja auch nicht so. Ja, das hat mich bei GTA, Gran Turismo sehr gestört. Dann kommt ja auch jetzt doch demnächst raus, Lego The Movie. Genau.
auch unbedingt spielen möchte. Und überhaupt meinst du? Ja. Meine ich. Ich will vielleicht auch noch sagen, wie man dann einen Angriff nehmen kann. Ja. Robert weiß es, da habe ich nur jetzt so gesehen. Aber. Das ist Robert, ja. Das reicht doch eigentlich schon, fertig. Oh. Du sagst den Scheiß. Unsere Linie braucht Hilfe! Ich töte die jetzt die ganze Zeit, aber irgendwie. Die kommen ja irgendwie ständig nach ihm. Weil der Römer singt, ja, dann soll sie ja singen. Hälfte. Aber ich. Wie soll ich denn? Ich kann ja nichts anderes machen. Ja, das wolltest du. Hier kannst du. Halbe abfeuern. Geht's auch zurück. Haben wir nur so eine Option gewesen. Sagst du das nicht gleich? Das hab ich schon gesagt. Du bist für die Sprache, wenn man das jetzt so stellt. Ja, kann doch eben doch essen. Die Dächer, Deckungsfeuer für Marius. Nahkampf hat aber den Nachteil, dass du den eigenen Fällen ausweichen musst. Türme werden unterdrückt. Unterdrückt den Beschuss durch Gegner. Aber keine Unterstützung. Sagst du? Also wir haben hier einmal keinen Nahkampf und da haben wir Nahkampf. Hier haben wir Nahkampfunterstützung. Das heißt, ich würde das andere nehmen. Ja. Also dass ich nicht beschossen werde. Genau, richtig. Der starke Angriff, der sagt mir irgendwie gar nicht zu. Baut vor lange, bringt aber viel weniger oder nicht so viel. Meisten Gegner nicht. Ja. Der ist gut für solche Gegner, die Schuld haben wollen. Dann noch immer, wo welcher Bonus ist. Yeah.
in your face. Der gegenwerfen könnte ich alles. Hast deine neue Schrift voll aufgesagt? Ja, was auch immer die hier. Vorwärts! Zur Mauer! Wow. Ja. Wenn lösen müssen, aber egal. Könnt ihr auch mal nutzen. Alles. Neue. Was sie den auch immer nicht mit Schild hauen. Oh, danke. Ich auch gerade ein Spiel. Ankor. Es gibt halt so eine Spiele wie Sonic Racer zum Beispiel. Ich frage es nur, wie sinnig das ist, das zu Let's Playen. Ich bin überhaupt nicht von Sonic zu sehen. Frage. Das ist ja sowas wie Mario Kart halt, ne? Ja. Im Sonic-Universum. Sonic-Universum. Schauen wir bei dir, ob ich in Level ist jetzt. Einem Raum. Ja, aber da müsste es halt auf Laptop und PC. Ja. Jetzt runter. Da oben ist so ein Fass. Alle guten Dinge sind drei. Ja, wäre so das, was mir persönlich einfallen würde, weil. Könnte aktuell. Ja. Nächsten Rang freigeschaltet. Na geil, oh, meine Schwelle falsch. Evocatus bin ich jetzt. Weiß es sonst nicht. Oh, und da kann ich auch einiges kaufen. Noch lange gespart dafür. Ja. Ich müsste das, glaube ich, öfter machen. Ja? Nein, ausgeben. Achso. Okay, das war's auch schon wieder. Sachen sind ja inzwischen ganz teuer. Los. Dein Vater war ein Mann des Teufels, Martin. Es ist eine Ehre, mit seinem Sohn zu dienen. Ehre, mit mir zu dienen. Hier ist also auf den Teufel. Aber auch. Los! Ja. Also wir haben ja auf jeden Fall mit Lego, mit Dead Island haben wir sowieso noch was. Ja. Oh, ich weiß nicht. Also und Lego hätten wir auf jeden Fall schon mal zwei Teile. Forza haben wir auch noch, das ist auch noch ein Produkt. Auch wenn das jetzt alles für die Xbox ist. Auch weil die nicht so schön. Ja, mehr kommen wir durch. Ja, ist ein armer Schucker, also spendet. Wenn von du bist, kann ich auch recht einrichten. Ich habe einfach Schnubbi ab mit der Spende. No. Damit auch Schnubbi weiterhin hier ein paar Let's Plays bringt kann von neuen Spielen. Ja, einfach Post. Geld drin. Genau. Ich geb noch einmal zwingen. Nehmt das Katapult ein und zieht damit auf den Turm.
Gebt ein Zeichen, wenn ihr bereit seid. Ihr haltet die Bastarde auf. Verstanden? Gerade gemacht. Habe ich dem Fähigkeit gegeben? Habe ich. Feuer! Oh, ihr seid tot. Ja, das war knapp. Aber hier mein Movement ist doch hier Bombe. Ja, das passt auch. So, er hat mir gerade einen super Tipp gegeben. Ich soll Katapultgeschossen ausweichen. Ich spring einfach rein. Am besten auch mal weg, den Ecklauf. Das war echt, ja, damit ich hier im Raum rumspringen muss. Damit ich... Befehl, das war jetzt richtig hier. Zur Seite springen und. Weiter, wo sind? Genau, richtig, ja. Ja, sicher. Jetzt spürt unseren Stahl! Sie haben das Katapult! Haltet sie auf! Ich bin nicht. Oh ja. Und teilweise habe ich das Gefühl, dass er meine Kommandos sperrt. Wenn ich jetzt irgendwie einen Angriff drücke, wird er erst die ganze Animation beenden, bevor er ausfällt. Heute stirbst du! Nein! Oh! Nein! Ja, so ein Warfeuer. Einschlafen. Halber Abfall! Schützen! Ich war gerade abgelenkt. Nur schön aussehen. Was schönes brauchen wir aber. Nehm ich nicht mehr. Weißt du, dass es ein Medic ist? Sollte man sich mal rasieren, Boy. Oh, okay. Meine ich im Gesicht. Also, er hat ja gespielt. Okay, jetzt gerne diskutieren. Was ist das? Man war wieder beeindruckt. Teilweise zeitgleich gegen ja. Nicht wirklich beeindruckt. An einige kann man nicht mal blocken und so ein Blödsinn ab. Da diesen roten da. Gerade. Der Dicke, der sich mal sehen sollte, der weiß, dass er immer so rot, wenn er schlägt. Oh, Spike. Ah. E. Oh, ja. Der macht voll Angriff.
Ah ja, ich hab ganz normal mit dem Schild zugeschlagen gerade. Ja, ich hab nur ganz kurz gesehen. Kannst du besser? Oh ja. Ich wusste, dass dieser Schlag mit dem Schild am Ende sein soll. Katapultfeuer. Wenn er sowieso dann, der Tod ist er dann eh schon. Weil einfach. Alles kann. Ja, das wäre eine Option. Er schildert hier die Leute. Sie sind wahrscheinlich auch so da geworden. Nein. Und wir hätten natürlich gerne auch ihre Meinung dazu. Ob das der Grund ist, dass er vor mir gegangen ist. Allein Menschen schämt jetzt. Was ist ein Bruder? Einfach römische Armee. Der Menschenschänder. Was kam zuerst? Menschenschänderei oder die Armee? Oder die Römer. Lieber Marius. Marius. Yeah. So. Oh. Das ist OB direkt. Wir haben heute viele tapfere Männer verloren. Marius, du hast bewiesen, dass du ein Anführer bist. Du hast dir den Respekt der Männer verdient. Also, nimm diesen Helm und trage ihn. Ehrlich am Helm. Legionäre, kalibriert euren neuen Centurio! Marius! Beruhigt euch! Marius hören, denke ich, an die Apo 2. Jetzt! Ja, Mario! Ja, das ist doch geil. Was von den Barbaren zu erwarten ist! Sie sind eine Meute wilder Hunde, die uns bis aufs Blut bekämpfen! Aber sie wissen nicht, mit wem sie sich anlegen. Rom ist Zivilisation! Rom ist Gesetz! Das ist wahr. Rom ist Stärke! Hier draußen sind wir Rom! Zivilisation. Oh, mein Kopf ab. Ja, Mensch. Material war auch teuer. Welches Spiel? Ja. Das ist natürlich auch ein schöner Übergang ist zu Lego. Lego, genau. Kommandant. Auch die Toten arbeiten. Als Barbarenhorde marschiert auf York. General Commodus und die 6. Kohorte haben den Feind angegriffen. Doch ihr Schicksal ist unbekannt. Macht die übrigen Boote fest und entladet sie. Und macht die Truppen bereit. Wir marschieren! Oder wollen jetzt machen die Arbeit. Ja, scheiße, Vortrag wird gesehen. Also eigentlich ja. Unser Marsch gen Norden in das Land der Rebellen war brutal. Unser Vorankommen wurde durch eine Schlacht nach der anderen verzögert. Rom hatte Frieden, Handel und Reichtum auf diese Inseln gebracht. Dieser Frieden wurde durch offene Rebellion zerstört. Nun, endlich näherten wir uns dem Quell des Aufstandes. König Oswald und seine Kriegertochter herrschten. War richtige Pause oder einfach nur kurz Ben und den Neuen? Pause, ist ein Augenschub.
Okay. Wie wir gerade ausführlich besprochen haben, diskutiert haben, machen wir nach dieser Cutscene dann erstmal eine Pause. Genau. Die Spur berichten von einer großen Barbarenarmee auf dem Vormarsch hierher. Wir mit Leben. Genau. Das ist leider auch nicht erinnert. Haben wir keine Chance. York wird fallen. Bei den Göttern. Auf jeden von uns kommen 20 dieser behaarten Bastarde. In einer Schlacht würden wir große Verluste erleiden. Ihr wollt nicht angreifen? Ihr Anführer, König Oswald und seine Tochter Boudica sind... Rollenspiel, wo zu viel Story kommt, ist glaube ich schlecht fassen, zu Let's Play, weil... Müssen die Stammeshäuptlinge Frieden schließen, wenn sie eine sichere Rückkehr wollen. Ja, das Problem bei dem Spiel. Das Knie beugen und Rom einen Halt leisten müssen. Direkt ist es ja ein Let's Play. Ihre eigene Art der Ehre. Sie haben keine Ehre. Dieses Unterziffer wagt es, sich gegen Rom zu erheben. Sie verdienen es, unseren Zorn zu spüren. Dafür sind ja hier die Untertitel. Schnubbi verfolgen als Vorwahl. Herr, ich folge. Wir werden diese Rebellion auf meine Art beenden. Die Leben guter Männer aufs Spiel zu setzen. Verstanden, Torio. Verstanden, Kommandant. Hier die Details. Eine kleine Einheit wird das Lager des Feindes infiltrieren und Oswald und Boudica ergreifen. Ich werde mich mit der Hauptstreitmacht um ihre Verstärkung kümmern. Und wie lauten meine Befehle? Ich habe dir Blut versprochen, oder? Du wirst Oswald ergreifen. Bevor dir deine Männer folgen können, wirst du dich um die Schützen auf dem Aquädukt kümmern müssen. Du wirst also zunächst allein sein. Verstanden, Herr. Ist mir eine Ehre. So, da werden wir jetzt erstmal ein kleines Päuschen einlegen. Genau, während er hier automatisch weiterläuft. Genau. Und ja, wo wir die Pause eingelegt haben. Sehr schön. Auch eine nette Geste. Eine Geste der Zuneigung. Ja, wir wussten halt schon, dass eine Pause kommt, deswegen machen wir die Pause jetzt auch. Anfang genau. Pause, Anfang der Pause, Anfang von Kapitel 4. Der König. Seht ihr dann im nächsten Stream. Bis später. Ciao. Ja, macht's gut.